Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Die Belagerung von Neverwinter ist zurück. Der Kult des Drachen hat eine gewaltige Armee ausgehoben, um die Stadt Neverwinter zu belagern. Sie sind durch einen der äußeren Wälle gedrungen und versuchen nun, in die Stadt selbst zu gelangen. Zur gleichen Zeit heizen uns ihre Drachenverbündeten ordentlich vom Himmel aus ein. Generalin Sabine hat einen Plan, um sie zurückzudrängen. Doch dafür braucht sie die Hilfe der Abenteurer der Stadt. Die eigene Instanz, das Belagerungsschlachtfeld, erwartet euch mit zahlreichen heldenhaften Begegnungen. Das Ganze geht 21 Tage lang. Erstmal bekommt ihr täglich mindestens 2 Teilnahmeabzeichen. Ab dem 14. Tag gibt es Herausforderungsabzeichen dazu, davon könnt ihr nur 7 Stück erhalten. Und ihr bekommt für das ganze Event, wenn ihr 14 Tage teilgenommen habt von den 21, ein Leistungsabzeichen. Damit könnt ihr euch dann in Kampagnenladen jede Menge Krams kaufen in den verschiedenen Kategorien für Teilnahmeabzeichen, Herausforderungsabzeichen und Leistungsabzeichen. Mittlerweile haben ja viele Events den gleichen Shop mit den gleichen Belohnungen, diese 21-Tage-Events, die jeweils nach 7 Tagen schwieriger werden sollen oder auch schwieriger werden. Je nach eigenen Fähigkeiten und Gegenstandsstufe merkt man das mal mehr, mal weniger. Aber ich sag mal so, die mächtigen Überladungsverzauberungen oder legendäre Insignienwahlpakete, das Streitross oder auch der mythische Gefährte sind durchaus wert, mal bei diesem Event kurz vorbeizugucken, denn so lang dauert das eigentlich gar nicht pro Durchführung. Die 10 bis 20 Minuten am Tag sollte man durchaus erübrigen. Also haltet den Drachenkult auf, macht kleine und große heldenhafte Begegnungen auf dem Belagerungsschlachtfeld. Habt Spaß dabei und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.